Dass du einfach so auswanderst, ist doch voll krank, feier ich aber. Aber ich bin am Überlegen, ob ich diese Woche oder nächste Woche mit einem Dreiersplit anfange. Oder und wenn ich irgendwas nicht fühle, aber weiß, dass es Aufmerksamkeit kriegt, dann mache ich es trotzdem nicht. Aber eins wird mir nie passieren, dass ich auf dem Sterbebett liege und sage, Mann, hätte ich das mal probiert, wäre ich noch dahin gegangen, hätte ich so gemacht. Diesen Gedanken hatte ich eine längere Zeit und dann irgendwann ist mir so klar geworden, dass ich morgen eigentlich sterben könnte, so. Bin in meiner Zone mit den Bros, only good vibes, komm uns nicht zu nah. Denn ab heute sind wir Stars. Wine for me, Baby, wackel mit dem Arsch. Sie hat den größten Booty auf der Welt, wenn sie shake, komm ich einfach nicht klar. Baby Girl, drip. Wie oft trainierst du, Bro, und Split oder Ganzkörper? Supplements, Fragezeichen. Ich trainiere aktuell nur, wirklich nur, aber ich gebe Gas. Ich trainiere nur viermal die Woche. Mache einen Zweier-Split und nehme an Supplements. Die wichtigsten Supplements für mich zum Muskelaufbau sind Kreatin und veganes Protein. Genau, ich trainiere viermal die Woche, zweimal Oberkörper, zweimal Unterkörper, aber dann auch meistens 2 Stunden. Und ich gebe halt Vollgas. So Samstag, Sonntag habe ich Rest Day und Mittwoch habe ich Rest Day aktuell. Aber ich bin am Überlegen, ob ich diese Woche oder nächste Woche mit einem Dreier-Split anfange. Und dann Push-Pull-Beine wieder mache, damit ich wieder sechsmal die Woche im Gym bin. Weil irgendwie dieses viermal die Woche ist geil. Und ich brauche auch wirklich den Samstag und den Sonntag zum Regenerieren, weil ich halt auch wirklich krass viele Gewichte bewege. Aber ich habe so ein paar Schwachstellen, zum Beispiel der Rücken. Der kommt irgendwie zu kurz, glaube ich. Ich glaube, ich könnte für den Rücken mehr Übungen die Woche machen. Und das kriege ich dann nur hin, wenn ich wirklich 2 komplette Tage investiere, um den Rücken zu trainieren. Der ist das so ein bisschen. Also, aber ich muss euch sagen, viermal die Woche Training, wenn ihr wirklich Gas gebt so und den ganzen Oberkörper und Unterkörper trainiert, dann macht ihr da auch Gains. Also ich merke es bei mir selber. Ich habe, ich mache das eigentlich jetzt schon länger so und ich habe mit dem Split und auch wirklich nur mit viermal die Woche Training echt krasse Fortschritte gemacht so. Yeah, 2 Scooter vermietet. Zwar nicht meine eigenen Scooter, aber ich habe einen Kollegen, der hat jetzt so einen Laden, der hat hier so einen Shop aufgemacht mit Scootern, ATVs, Buggies, Touren etc. Und ich mache halt ab und zu jetzt Kunden für die klar und werde mir jetzt demnächst auch einen eigenen Scooter kaufen und vielleicht einen ATV und den beim Bruder dann hinstellen, weil ich weiß nicht, ich will nicht selber dafür verantwortlich sein und ich will vor allen Dingen nicht, wenn ich irgendwie ausreise oder mal irgendwo hin will oder so, dann hier voll viele Sachen rumstehen haben, so 3 Scooters und ein ATV und so ein Scheiß. Das ballast irgendwie. Aber wenn ich weiß, dass mein Kollege das dann weitermacht, während ich auch weg bin, ist nice. Dass du einfach so auswanderst, ist doch voll krank, feier ich aber. Ja, ist auch crazy, Bro. Ich bin halt auch ein verrückter Typ, so. Es ist aber auch crazy, einfach so sich zu verpissen und dann da zu bleiben. Aber Bruder, ich weiß nicht, ich will mein Leben leben, so. Weißt du, wie ich meine? So, ich habe zwar viele Struggles und auch viele Up and Downs und so ein Scheiß, Digga, ne? Aber eins wird mir nie passieren, dass ich auf dem Sterbebett liege und sage, Mann, hätte ich das mal probiert, wäre ich noch dahin gegangen, hätte ich so gemacht. Und das ist halt auch so der Grund, warum ich hier bin und der Grund, warum ich manchmal so abgefahrene Sachen für euch in Anführungszeichen mache. So einfach abhauen, Bruder. Weil ich will nicht am Ende da liegen und, weißt du, das ist für mich der schlimmste Gedanke, den ich habe, ist, wenn ich irgendwann im Sterbebett liege und mir so vorstelle, Mann, hätte ich noch das versucht oder wäre ich noch dahin gegangen. Oder ich wollte mein ganzes Leben lang eigentlich mal in die Sonne und da mal ein paar Jahre leben, so. Ich habe es aber nie gemacht. So, davor hatte ich Angst und das kann halt auch schneller vorbei sein, als man denkt, so, weißt du? Diesen Gedanken hatte ich eine längere Zeit und dann irgendwann ist mir so klar geworden, dass ich morgen eigentlich sterben könnte, so. Rein theoretisch. Und deswegen habe ich gesagt, komm, Abflug, Bro. Ich melde mich auf jeden Fall noch bei dir wegen Scooter Apartment und so, you know what it is. Joe, weißt Bescheid, Bro. Du weißt ja, wie das läuft, Bro. Bester Mann, Digga. Ich freue mich auf jeden Fall. Was geht, Leon? Hast du noch Kontakt zu Manuelsen? Aktuell nicht, nee. Aber du hast kein böses Blut mit Manuelsen, oder? Der hat ja eigentlich immer zu dir gehalten. Nee, auf keinen Fall, Bro. Manuelsen ist in meinem Herzen positiv abgespeichert, Bruder. Selbst wenn wir jahrelang keinen Kontakt hätten. Hast du noch Kontakt mit der Frau vom Video? Heißt im Club, lief da was, Bruder? Erzähl mal. Ab und zu haben wir noch Kontakt und schreiben. Ob da was lief, sage ich nicht. Mach mal wieder Verschwörungstheorien mit PA. Du hast mich gefickt, Bro. Bundesregierung in den Knast. Haut's, na Mann. Wann kommst du wieder zurück? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nie. Vielleicht auch nächste Woche, Bruder. Man weiß es nicht. Überall ist es entspannter als in Deutschland. Gerade noch in meiner Heimat in Griechenland erlebt. Malaka erin, motherfucker.
Ja, Bro, Deutschland hat seine Vor- und Nachteile. Binde einfach Frauen in YouTube-Videos ein wie InScope, bringt böse Klicks. Bro. Ja, ich weiß, Bruder. Guck dir mal meine alten Videos an, Digga. Ja. Ich habe ja viel in die Richtung gemacht und ich habe auch gemerkt, dass es funktioniert, aber irgendwann habe ich einfach keinen Bock mehr darauf gehabt, mich darauf zu reduzieren, weißt du, wie ich meine so? Auf dieses so, ich nehme jetzt Ollen in meine Videos, damit ich Klicks mache, Digga. Das ist. Ich meine, ich habe es auch sehr viel aus Spaß gemacht, weil ich Frauen einfach mag, so. Diese ganzen Umfragen auch und so. Aber ich habe dann irgendwann einfach keinen Bock mehr gehabt, weil ich selber nicht darauf reduziert werden wollte, so, weißt du, weil ich mich als mehr gesehen habe als ein Typ, der einfach nur Ollen in seine Streams oder in seine Videos reinsetzt, damit er irgendwie Klicks macht und Aufmerksamkeit kriegt, Bruder. Ich könnte jeden Tag hier verschiedene Frauen in Stream reinbringen und international und dann könnten wir hier machen, die würden hier twerken und merken und alles kannst du da machen so und dann machst du auch Money und alles läuft und alles ist geil. Aber die Frage ist halt, ob das der Sinn ist, den du verfolgst, so weißt du. Wenn ich mal wieder Bock darauf habe, dann werde ich das vielleicht machen, aber das ist nicht mein Ziel oder mein Traum, was ich verfolge, durch Ollen Aufmerksamkeit zu kriegen. Und mein Ding war sowieso nie. Ich mache das nicht unbedingt wegen, ich will den krassesten Fame haben. Ich will mich selbst verwirklichen, Digga. Das ist eigentlich mein Ziel, weißt du? Und da gehört Musik dazu, da gehört Real Talk dazu, da gehört Fragen beantworten, da gehört Leuten aus der Community helfen, da gehört Fitness dazu, da gehört zum Teil auch diese Frauengeschichte dazu, aber es soll nicht das sein, auf was ich mich aufbaue, so. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber ich denke halt so, Mann, Bruder. Und wenn ich irgendwas nicht fühle, aber weiß, dass es Aufmerksamkeit kriegt, dann mache ich es trotzdem nicht. So. Man kann nicht jeden Tag positiv sein, Dicker. Normal kann man nicht jeden Tag positiv sein. Also man kann jeden Tag doch, doch, Digga. Doch. Man kann. Also ich habe nie einen ganzen Tag, wo ich ganzen Tag scheiße drauf bin, Digga. Also das habe ich nie. Aber es gibt natürlich so Stunden, auch mal, weiß ich nicht, ein paar Stunden, wo man einfach schlecht drauf ist, so. Aber es gibt immer irgendwas, was mich aufheitert an einem Tag, so. Ne? Also ganz selten mal Tage, wo man komplett scheiße drauf ist. Meine Lebenseinstellung ist versuchen, immer positiv zu bleiben. Versuchen, egal was passiert, sich nicht abfacken zu lassen, so. Und wer das nicht nachvollziehen kann, das ist schade für denjenigen, so. Weil das sind diese Leute, die halt oft schlecht drauf sind und Bad Vibes verbreiten, so. Es gibt ja auch Leute in der Öffentlichkeit, die so reden, und nee, man kann nicht immer positiv sein, man muss auch mal scheiße sein, man muss auch mal Leute beleidigen und so. Ich würde sowas halt nicht nach außen tragen, weißt du? Sondern ich versuche positive Vibes zu verbreiten, Bruder, und nichts Negatives so. Für mich sind Menschen, die negative Sachen, also es gibt ja Leute, die in die Öffentlichkeit kommen, dann Aufmerksamkeit bekommen und deren Fokus liegt darauf, eigentlich negativ zu sein. Und ich finde das nichts Gutes, Bro. Also damit bringst du Kids bei, negativ zu sein, Digga. Finde ich nicht geil. Also selbst wenn ich schlecht drauf bin, würde ich trotzdem jemandem empfehlen, so, oder wenn einer mich fragt, Bruder, würde ich sagen, so, versuch immer das Gute im Leben zu sehen, das Gute in den Menschen zu sehen und das Glas ist halb voll und nicht halb leer, so. Das würde ich immer mitgeben, auch wenn ich Kacktage habe oder wenn ich am Arsch bin, so. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah, zu zweit aus dem Club.